Nickelodeon war, zumindest für mein früheres Ich, immer so ein Rückzugsort mit einmaligen Serien, die von Charakteren geprägt waren, mit denen man sich perfekt identifizieren konnte. Stories, die einem vom Alltag abschalten ließen und Soundtracks bzw. Openings, die ich selbst heute noch komplett auswendig mitsingen kann. Ja, so ein Stückchen Kindheit, das mir heute keiner mehr nehmen kann, auch wenn ich sagen muss, dass sich kein anderer Fernsehsender wie Nickelodeon in den letzten Jahren mit so vielen Skandalen und anderen nicht nachvollziehbaren Verstoßen einen Namen machen konnte, dass es eigentlich echt traurig ist und auch irgendwo fragwürdig, wie es denn sein kann, dass der Großkonzern heutzutage noch existiert. In diesem Video hier geht es um sexuelle Übergriffe an Minderjährigen, Sabotagen an großen Projekten, Zwangsarbeit und dem allgemeinen Umgang mit ihrem Personal. Janet McCurdy, die in Ess sowie Zwangsstörungen verfiel, wegen dem Druck, der ihr der Großkonzern aufband, und so weiter. Leute, wenn ihr mit solchen Themen nicht gut umgehen könnt, dann schaut euch einfach ein anderes Video von mir an oder keine Ahnung. Ich dachte mir einfach, ich bin in den letzten Wochen auf so viele Klassiker meiner Kindheit eingegangen und die ganze Zeit auf solche komischen Schlagzeilen gestoßen, dass ich nicht anders konnte, als draußen Video zu machen. Irgendwie kommt es mir immer so vor, dass ein Großteil meiner Community überhaupt keine Ahnung hat, wie viel Dreck dieser Sender wirklich am Stecken hat. Deswegen wünsche ich euch jetzt einfach mal viel Spaß oder so und ich würde mich natürlich über ein Like und Abo freuen, da dieses Video hier wirklich Next Level war, was Recherche, Schnitt, hier Skript und keine Ahnung was anging. Also viel Spaß. Um überhaupt zu verstehen, mit was wir uns in den nächsten Minuten so auseinandersetzen werden, dachte ich mir noch kurz auf die wichtigsten Sachen von Nickelodeon einzugehen und wer überhaupt die Verantwortlichen für diesen vermeintlich harmlosen Kindersender sind. Kaum zu glauben, aber es sollte erst der 1. April 1979 sein, an dem der noch vorerst kostenpflichtige, jedoch werbefreie Kanal das erste Mal das Licht der Welt erblickte. Und das alles unter der Leitung des Kabelfernsehsystems von Cube, bis 1986 das Ganze von Viacom aufgekauft wurde, wo es auch bis heute blieb. 1988 kam dann noch Nick Jr. dazu und nur ein Jahr später, sprich 1999 Nicktoons, die ein vollwertiges Animationsstudio sein sollten und hauptsächlich für Eigenproduktionen verantwortlich waren. Wer jetzt genau die Köpfe hinter dem Ganzen sind, wie Nickelodeon überhaupt entstand und wer das letzte Machtwort spricht, habe ich ums Verrecken nicht gefunden. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass Paramount irgendwie mit drinnen steckt, genau wie Warner Brothers und irgendwas namens American Express. Außerdem, dass der Name Nickelodeon von den ersten 5-Cent-Kinos abgeleitet wurde, die man damals auch Nickel nannte. Und let's go! Beginnen wir doch direkt mit Dan Schneider, dessen Name in irgendwie jeder zweiten Show von damals aufploppte und dessen Name, der in zahlreichen Schlagzeilen in Verbindung mit sexuellen Übergriffen an Minderjährigen stand. Obwohl es immer mal wieder zu Gerüchten kam, dass Schneider sich an den jungen Schauspielerinnen seiner produzierten Serien verging, wurde das alles trotz einiger Zeugenaussagen, jedoch ohne Beweislage, immer wieder unter den Teppich gekehrt. Was vermutlich an seinen Erfolg für den Sender und Kopfhinter-Shows wie Dragon Josh, Victorious, Sam & Cat, Zoe 101 oder iCarly stecken dürfte, bis am 26.03.2018 dann endlich bekannt gegeben wurde, dass Nickelodeon ihn mit einer Abfindung von 7 Millionen Dollar gefeuert hat. Doch warum auf einmal und war an den Gerüchten doch was dran? Wenn man eins zumindest zu 100% sagen kann, dann, dass der Typ auf jeden Fall einen Fußfetisch hatte. Was ja an sich nichts Verwerfliches ist. Doch wenn man diese unendlich vielen Szenen so aus heutiger Sicht anschaut und daran denkt, wie nach dem Dreh einer abging, dann will ich mir wirklich nicht vorstellen, wie er privat so drauf gewesen sein muss. Das Vertrauen, welches ihm die jungen Schauspielerinnen entgegenbrachten, auf so eine perverse Art auszunutzen und seinen Fetisch zu befriedigen, mit dem Vorwand, den Zuschauern eine Show zu bieten, ist nicht nur absolut ekelhaft, sondern hätte schon viel früher mit Konsequenzen bestraft werden müssen. Ja, egal ob man sich hier einen Zeh in den Mund nehmen, seine Füße mit Ketchup beschmieren oder mit beiden eben Pfeil und Bogen spielen musste. Dan ließ nichts aus und das wäre erst die Spitze des Eisbergs. Angefangen bei einem Tweet vom offiziellen Sam & Cat Account, wo ihre Zuschauer dazu aufgefordert wurden, ihnen Fußbilder zu schicken. Und ich meine, wir alle kennen das Alter der Zielgruppen dieser Serien.
ging es weiter mit einem Reddit-Beitrag einer Praktikantin am Set der Amanda Show, die berichtete, dass Dan Schneider ihr $100 gab, um ihre Füße zu kitzeln. Oder es mit ihren eigenen Worten zusammenzufassen. Zwischen den Takes fragte mich Dan, ob ich kitzelig sei, was ich verneinte, woraufhin er mir $100 bot, mich in sein Büro einlud und meinte, er würde es schaffen, mich zu kitzeln. Als ich dachte, er würde mich jetzt unter meinen Armen oder sonst wo kitzeln, hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich Geld für eine Fußmassage und Komplimente bekommen würde. Und es geht noch weiter. Revenge of the Cis erhielt während eines Podcasts einen anonymen Anruf von einer jungen Dame, die einst bei einem Casting einer Dan Schneider Show dabei war. Kriterien waren hierfür, dass die Kandidaten ihre Schuhe ausziehen und so tun sollten, als ob sie es lieben würden, barfuß zu sein. Woraufhin ihre Mutter meinte, dass hier irgendwas falsch laufen würde. My mom kind of looked around and was like, this is wrong. There's just something really wrong about this. Ja, die anonyme Anruferin lehnte auf den Wunsch ihrer Mutter ab und wurde daraufhin auf eine schwarze Liste gesetzt, die dafür sorgen würde, dass sie nie wieder an einer von Nickelodeon produzierten Serie teilnehmen könne. Es wurde berichtet, dass die Altersspanne am Set zwischen 13 und 22 Jahren war, die meisten sich an einen Pool setzen müssten, um eher entdeckt bzw. aufgenommen zu werden. Und dazu kommt, dass ein Artikel existiert, wo die Freundin einer ehemaligen Kinderdarstellerin unter Schneider sexuell belästigt wurde. Sie meinte, sie habe es offen angesprochen, nachdem sie sich über Weinstein unterhalten haben. Doch als Antwort bekam sie, jeder wüsste davon und keiner hat ein Wort gesagt. Wie man es dreht und wendet, gibt es zwar im Endeffekt immer noch keinen Beweis für diese vielen und ekelhaften Anschuldigungen und auch Nickelodeon gab bekannt, ihn gefeuert und all seine Projekte schlagartig abgebrochen zu haben, da seine Serien nicht mehr zeitgemäß seien. Aber wenn man eins sagen kann, dann, dass dieser kranke Mann namens Dan Schneider durch das Ausleben seiner kranken Fantasien uns in jungen Jahren ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hatte. Machen wir mit Jamie Lynn Spears weiter, die die meisten von uns noch unter dem Namen Zoe Brooks aus der gleichnamigen Serie Zoe 101 kennen dürften oder als kleine Schwester von Britney Spears, die jedoch später noch wichtig wird. Und dreimal könnt ihr raten, wer in diesem Punkt hier ebenfalls involviert ist. Richtig, Dan Schneider. Noch kürzlich in einem anderen Video auf die verschiedensten Serien und die Gründe für deren Absetzung eingegangen, bin ich zwar auch über Zoe 101 gestoßen, habe es mir jedoch für dieses Video hier aufgehoben. Und zwar kursiert das Gerücht, dass die Tochter von Jamie Lynn Spears ebenfalls die von Dan Schneider sein soll. Alles fing damit an, als Jamie 2008 im Alter von 16 Jahren unerwartet schwanger wurde und daraufhin die Serie abgebrochen werden musste. Sprich, der eigentliche Grund für die Absetzung war und auf der Website Crazy Day and Nights von dem Blogger ENT sogar vorhergesagt wurde. Genau wie im Fall von Harvey Weinstein und Kevin Spacey sagte ENT schon Jahre bevor die Mainstream-Medien darauf aufmerksam wurden, dass bei ihnen etwas nicht stimmte. Und so auch bei Jamie Lynn Spears. Ein gutes Jahr vor ihrer Schwangerschaft schrieb er, ich habe keine Ahnung, wie man definiert, zu welcher Zielgruppe man zählt, wenn man in einer Ensemble-Show ist, die von Teenagern und Kindern gesehen wird. Also gehe ich mit den oben genannten und mache sie einfach zu einer Frau. Schwängere sie und beschere dem Produzenten dadurch einen Herzinfarkt, weil er nicht noch mehr Skandale verkraften kann. Doch warte. Einer der Produzenten, der alt genug wäre, ihr Großvater zu sein, sollte keinen Herzinfarkt bekommen, da er derjenige ist, der sie geschwängert hat. Naja, was soll ich dazu noch großartig sagen? 2 Monate später gab Jamie dann bekannt, schwanger zu sein und dadurch, dass selbst bis heute noch unklar ist, wer genau der Vater ihrer Tochter sei, wird Dan Schneider als dieser gesehen. Die Spears werden schon seit Jahrzehnten von den Medien durch den Dreck gezogen. Sei es Britney's Mental Breakdown 2007, ihre zuletzt geposteten Nudes auf Insta, der Hausarrest ihres eigenen Vaters oder Jamie Lynns Ex, der wegen Drogenkonsum ins Gefängnis musste. Natürlich ergibt es dann auch irgendwo Sinn, nicht noch einen Shitstorm auf die Familie zu ziehen, auch wenn die Tochter, zumindest optisch, sehr an Dan erinnert. Leute, ich glaube, ihr merkt, dass sich dieses Video hier extrem von meinen anderen Videos unterscheidet und ich sowas eigentlich nicht mache, beziehungsweise so gut wie nie ernste Themen behandle. Aber sollte einer von euch häuslicher Gewalt oder sonst irgendwas ausgesetzt werden, ich habe euch mal in die Infobox eine Nummer gepackt, an die ihr euch jederzeit wenden könnt.
Dass hinter Janet McCurdy, die in iCarly des öfteren Mal zur Buttersocke griff und damit Leute verprügelte oder in Netflix Between zu einer Rebellin wurde, ein Mensch steckt, der sich seinen Taten sehr wohl bewusst ist, hat auch mich im ersten Moment überrascht. Ja, zeugt allerdings nur so von ihrem Schauspieltalent, was wir zumindest leider vorerst nicht mehr so schnell zu Gesicht bekommen werden. Während Janet 2018 ihre letzte Figur in einem Film spielte, erlangte sie durch ihre Rolle als Sam 2007 internationalen Erfolg, was sogar so weit ging, dass sie zusammen mit Ariana Grande 2013 ihren eigenen Ableger Sam & Cat erhielt. Was jedoch nicht von langer Dauer sein sollte. Denn nur ein Jahr später, sprich im März 2014, wurden 3D-Su-Bilder von ihr geleakt, die ich aus Respekt zu ihr mal nicht zeigen werde, die sie davor ihrem heutigen Ex-Freund und NBA-Spieler Andrew Drummond schickte, was er jedoch abstritt. Obwohl sie daraufhin meinte, ich poste auf Social Media, was ich will und wann ich es will. Ob ich jetzt in der Unterhaltungsbranche arbeite oder nicht, denke ich, dass die Leute mich nicht angreifen sollten, nur weil ich ihrem persönlichen Bild nicht gerecht wurde und ein paar harmlose Bilder im Umlauf sind. Ich bin der Meinung, dass ein Schauspieler nicht seine Rechte verlieren sollte, er selbst zu sein, nur um das Bild eines Charakters zu unterstützen, den man gespielt hat. Sollte das nicht der Grund sein, weswegen Sam & Cat abgesetzt wurde oder Janet nicht mehr aktiv vor der Kamera steht, sondern eher der Streit mit Nickelodeon. Es kamen Gerüchte auf, dass Ariana in ihrer Rolle als Cat mehr verdienen würde als sie, ihre Rolle als Sam, die als Vorbild verkauft wurde, obwohl sie selbst meinte, sie wolle niemals als solches agieren, vor allem als so ein gewalttätiger Charakter in einer Kinderserie und zu guter Letzt die Ess- sowie Zwangsstörungen, wie die psychiatrischen Behandlungen für die, laut eigenen Aussagen, der Druck seitens Nickelodeon und der Hate ehemaliger Fans verantwortlich war. Dazu kommt, dass sie während der Dreharbeiten volle Leistung geben musste, obwohl ihre Mutter bekanntlich im Sterben lag. Der Großkonzern solle sie unfair behandelt und in eine unangenehme Situation gebracht haben. Sprich, musste sie auf sich aufpassen, was auch zu dem Nichterscheinen der Kids Choice Awards 2014 zurück war. Außerdem, dass sie sich schämen würde, was Nick aus ihr gemacht hatte und auch nur aus diesem Grund nicht am Reboot von iCarly teilnahm. Ich habe immer noch komplizierte Gefühle, wenn ich an meine Zeit bei Nickelodeon denke. Ich würde gerne mit meiner Vergangenheit abschließen und arbeite auch fleißig daran. Es wäre schön, wenn mir das auch endlich gelingen würde. Was übrigens auch ihre letzte Stellungnahme in Bezug auf ihre Rolle bei Nickelodeon war. Ja, es ist immer noch krass, was Kinderrollen einem Menschen wirklich antun können und wie Sender die Probleme ihrer Darsteller einfach gekonnt ignorieren. Kommen wir mal zu etwas harmloseren und der Sabotage an die Legende von Korra, was im Kern des Ganzen eigentlich nicht wirklich besser ist als die vorherigen Punkte. Aber lasst mich von vorne anfangen. Auch wenn ich das Thema bereits in einem anderen Video schon grob angeschnitten habe, dachte ich mir, dass es perfekt zur Thematik passt und Nickelodeons allgemeinen Umgang mit ihren Arbeitern. Als die beiden Schöpfer, Brian Konietzko und Michael Dante DiMartino 2012 ankündigten, dass sie gerne zu Avatar, der Herr der Elemente, ein Sequel rausbringen würden und ihr vorheriges Projekt dem Großkonzern ohnehin schon Millionen in die Kassen einspielten und zahlreiche Preise mit nach Hause brachte, gaben sie natürlich erstmal grünes Licht, bis sie erfuhren, dass es sich beim Protagonisten um eine Frau handeln würde. Mädchen würden sich Shows mit männlichen Protagonisten anschauen, Jungs jedoch keine mit einem weiblichen. Ja, das Projekt wurde daraufhin sogar eingestellt, bis bei einer erneuten Testaufführung so gut wie alle Zuschauer und Zuschauerinnen meinten, dass es ihnen egal sei, welches Geschlecht Korra habe. Gesagt, getan, wurden wegen der hohen Einschaltquoten und dem Erfolg statt ein Buch, wie ursprünglich geplant, mit 26 Episoden zwei Bücher abgeschlossen, woraufhin zwar das dritte geplant war, Nickelodeon sich jedoch natürlich wieder einmal querstellte. Nachdem die beiden mit ihren Vorstellungen und dem Ende einer lesbischen Beziehung ankamen. Nicht nur wurde das Marketing gestrichen, die Sendezeiten nicht eingehalten bzw. sogar komplett ausgelassen, sondern auch das Budget gekürzt, bis es dann zum vierten Buch kam, wo es hieß, entweder sie würden eine Low-Budget-Clipshow-Episode mit Rückblicken produzieren oder sie seien gezwungen, einen Großteil ihres Teams zu entlassen. Wir haben nie die zweite Option in Betracht gezogen. Das würden wir unserer Crew niemals antun.
Und selbst wenn wir gefühllos genug gewesen wären, hätten wir ohne sie die Staffel eh niemals beenden können. Ja, was anderes hätten wir von den beiden vermutlich auch nicht erwartet. Doch dadurch wurde uns nicht nur der Kuvira-Flashback genommen, sondern auch die anbahnende Romanze zwischen Korra und Asami, weswegen das Ganze mit der Sabotage und ihrer Haltung, eine gleichgeschlechtliche Beziehung nicht in einer Kinderserie zu zeigen, Sinn ergeben würde. Brian meinte, ich bin skeptisch gegenüber der ungeschriebenen Regel geworden, dass nur weil ein Junge und ein Mädchen im selben Spielfilm auftreten, eine Romanze entstehen muss. Vielmehr möchte ich eine andere Beziehung darstellen. Eine, in der sich die beiden gegenseitig zum Leben inspirieren. Und wenn ich dazu in der Lage bin, dann bin ich vielleicht auch näher daran, einen wahren Ausdruck der Liebe darzustellen. Außerdem, wir durften an dieser Idee nicht weiter festhalten und hätten sie auch so nicht zeigen dürfen. Weswegen wir ab der zweiten Hälfte der Serie uns danach richteten, eine potenzielle Romanze zwischen den beiden aufzubauen. Was auch erklären dürfte, dass man sie im Finale nur händchenhaltend sah, anstatt sich zu küssen, wie sie es dann noch oft genug im Comic taten und ihre Liebe auch offen ausleben durften. Doch zurück zum Thema. Letzten Endes wurde das vierte Buch nicht mal mehr im Fernsehen ausgestrahlt, sondern war nur noch online und unvollständig verfügbar. Sprich, wurde dem Projekt The Legend of Korra trotz der gewaltigen Fanbase und den einst hohen Einschaltquoten so viele Steine in den Weg gelegt, dass es eigentlich echt an einem Wunder grenzt, dass die beiden nicht einfach das Handtuch geworfen haben. Ich meine, im Endeffekt hat Nickelodeon nie wirklich Stellung zu dem Ganzen genommen. Aber ihre Taten, der Umgang mit dem Team und der allgemeinen Sabotage spricht für sich. Deswegen mal bitte Hashtag KorraSami in die Kommentare. Danke. Vor allem fällt mir gerade noch ihre heuchlerische Aktion ein, unter anderem Korra als Aushängeschild der Pride zu nehmen. What the fuck? Und seit wann ist SpongeBob schwul bzw. bisexuell? So, bevor wir jetzt zum letzten Punkt kommen, wollte ich noch kurz ein paar Klassiker und Serien von damals zusammenfassen, die aufgrund Nickelodeons Haltung oder ihrer Gier abgesetzt und die Schöpfer daraufhin wie Dreck behandelt wurden. Dreck! Angefangen bei Jonen Vasquez und seinem Lebenswerk Invader Zim wurde das Team von einer Nickelodeon-beauftragten Führungskraft überwacht, um dafür zu sorgen, härter als bei allen anderen Projekten durchzugreifen, was Zensur, Schnitt und Änderungen anging, da die Serie trotz hohen Erfolgs jedoch einer geringeren Einschaltquote in Kritik stand, was Vasquez auch akzeptierte. Nur meinte er später, ihn trotz der Fertigstellung von 2 Staffeln einfach rauszuwerfen und die Serie nach nicht mal einer Staffel einzustellen bzw. enden zu lassen und den Rest nicht zu zeigen, fände er nicht fair. Ich könnte mit Variationen der fantastischsten Gründe für die Absage der Show fortfahren, aber am Ende könnte nicht einmal ich das Ganze beantworten und die genaue Wahrheit darüber, warum die Show abgesetzt wurde. So wie, letztendlich gab es nur einen Konflikt zwischen Persönlichkeiten, Absichten und Vorangehensweisen. Die Realität war gerecht, passte nicht so gut und ja, es war ein Problem. Kennt ihr diese Chefs, die nur was von Leuten halten, die ihnen so tief in den Arsch reinkriechen, anstatt auf die Leute zu hören, die ihnen die ehrliche Meinung sagen und daran irgendwie zu wachsen? Irgendwie kommt es mir hier ein bisschen genauso vor. Aber lass uns weitermachen. Biberbrüder? Jupp, definitiv eine legendäre Serie. Auch wenn der Abgang des Schöpfers es eher weniger war. Anders als bei Invader Zim waren hier die Einschaltquoten extrem hoch und die Serie war ein echtes Highlight des Programms. Nur war Mitschauer laut eigenen Aussagen deutlich über dem Budget, hing dem Zeitplan hinterher und hatte sich allgemein verausgabt, weswegen das Ende der Serie schon fest eingeplant war, bis der Drehbuchautor Mika Wright auf die Idee kam, ihr Werk mit einem unvergesslichen Finale enden zu lassen, was den Zuschauern die Wahrheit über ihr Arbeitsverhältnis mit Nickelodeon zeigen sollte. Grob gesagt sollte Norbert in der Episode Bye Bye Bieber einen Brief von Nickelodeon bekommen, auf dem stand, dass sie nicht real seien, sondern lediglich die Protagonisten einer Zeichentrickserie, die wegen Geldproblemen abgesetzt werden solle. Woraufhin er versuchte, seinem jüngeren Bruder die Situation zu erklären, der natürlich wieder einmal nichts verstand, bis er meinte, dass der Sender die Produktion zu 100% stoppen lässt, allerdings durch die fortlaufende Handlung weiterhin Geld verdienen will. Ja, die Episode sollte mit einem lauten und nicht endenden Gelächter enden, nach Duggets Frage, ob Nickelodeon einen Teil des Geldes an das Team abdrücken würde. Irgendwie ist das alles noch trauriger, wenn man ja heute weiß, dass es nie zu dieser Episode kam. Nickelodeon hasste diese Episode, da sie tatsächlich die Wahrheit sagte, dass die Serie endete.
Nick möchte seine Serien endlos wiederholen und vorgeben, es würden noch weitere Folgen produziert werden. Diese Drehbuchidee brachte sie auf die Palme. So, genug recycelt, machen wir weiter. Kommen wir nun endlich zum letzten Skandal, der zwar weniger Nickelodeon an sich betrifft, allerdings erneut einen Schatten auf dessen Umgang mit ihrem Personal wirft. Als Ren und Stimpy 1991 das erste Mal das Licht der Welt erblickte, sollte es neben Doug Funny und den Rugrats zu den allerersten Originalproduktionen von Nickelodeon zählen. Auch wenn es wegen der Ansicht des Schöpfers John dass er nicht vorhabe, daraus eine Bildungsserie mit Vorbildern oder sonstiges zu produzieren, ein Dorn im Auge von Nickelodeon war. Ich meine, wir alle kennen Ren und Stimpy und wissen, wie krank der Humor, die Animationen oder das Gesagte war, weswegen es auch weniger verwerflich sein sollte, dass vieles zensiert, wenn nicht sogar komplett aus der Show gestrichen wurde. Doch John... Belassen wir es einfach bei John, okay? Ihn mit dem Vorwand, sich nicht an die Produktionsfristen gehalten zu haben, rauszuschmeißen, obwohl ein paar Wochen später rauskam, dass es an den kreativen Differenzen der beiden lag und so still und heimlich ohne seine Einwilligung oder Beteiligung 3 weitere Staffeln produziert wurden, ist auch nicht gerade fair. Ja, er weist speziell auf die verbotene Episode Man's Best Friend hin, die es so nicht mal mehr zum Schauen gibt und die Figur George Licor als missbräuchliche Vaterfigur darstellt, was den Wendepunkt seiner Beziehung zu Nickelodeon darstellen soll und wie er vom Konzern grob gesagt rausgemobbt wurde wegen fehlenden Zahlungen, Zwangsarbeit und so weiter. Als es 2018 dann hieß, dass John an einem Reboot arbeiten könne und bereits 3 Episoden produzierte, kam es zum nächsten Skandal und den Vorwürfen ehemaliger Arbeitskollegen, dass er in den 90er Jahren, also im Alter von ca. 35 bis 45 Jahre, eine 16-jährige sexuell missbraucht haben soll, woraufhin sein Anwalt nur meinte, Kretschfall Lucy habe in den 90er Jahren mit nicht diagnostizierten Geisteskrankheiten und übermäßigen Alkoholkonsum gekämpft. Seit dieser Zeit hat er fieberhaft an seinen psychischen Problemen gearbeitet und es geschafft, sein Leben in den letzten 10 Jahren zu stabilisieren. Ja, anders als erwartet, gab er die Vorwürfe sogar zu und meinte in der Dokumentation Happy Happy Joy Joy The Ren and Stimpy Story, dass er nicht nur Scham und Schuldgefühle habe, sondern sich wie das letzte Wesen der Erde fühlte. Hätte er die Möglichkeit, mit seinen Opfern zu sprechen, würde er zugeben, was er nicht hätte tun sollen, was er getan hat und ihm nicht bewusst war, dass sie in keiner Beziehung waren. Wie auch immer, wurde das Reboot von Ren and Stimpy, wie bereits vorhin erwähnt, nach nur 3 Episoden sofort abgesetzt. Alle laufenden Verträge mit anderen Animationsstudios gekündigt und seinen Rücktritt in der Animationsbranche bekannt gegeben. Ey Leute, ich sag's euch, dieses Video und die komplette Recherche dahinter hat mir meinen letzten Willen genommen zu leben. Ohne Witz. Ja, ansonsten würde ich mich natürlich wie immer jetzt über eure Meinung freuen. Außerdem über den Fernseh-Emoji, um zu schauen, mit wem ich so die letzten Minuten verbracht habe, wenn überhaupt noch jemand hier sein sollte. Und wie ihr das Ganze seht, beziehungsweise wie ihr jetzt über Nickelodeon und eventuell sogar über die alten Serien denkt, die ihr früher gefeiert habt. Ich meine, ich habe die auch gefeiert. Drake und Josh war Legende. Für ein Like wäre ich euch natürlich extrem dankbar, genauso wie für ein Abo, während ich euch jetzt Links zur Kinderserien-Playlist leite, in die goldene Mitte, um mich zu abonnieren, euch noch einen schönen Tag wünsche und ciao!